Hi und damit herzlich willkommen zu meinem Kanal, einfach Janosch, und heute gibt es den legendären Gönnergy-Test. Viel Spaß! Ja Freunde, endlich ist es soweit, ich teste die neuen Gönnergy-Sorten. Cactus Kick, oder bin ich da richtig? Ja, Cactus Kick und Arctic Ice, die zwei neuen Gönnergy-Sorten. Ich hoffe, die werden so gut wie auch die letzten, ich habe ja bis jetzt alle getestet. Und ich hoffe, die werden genauso gut, schmecken auch genauso gut. Kalorientechnisch sind sie wie die letzten, auch mit 2 Kalorien, anstatt mit 3 Kalorien auf 100 ml. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Dann werde ich euch noch schnell das Dosendesign zeigen von der ersten. Ungefähr so. Ist leider ein bisschen eine sehr helle Dose. Aber ja, man sieht es nicht so perfekt leider, weil die Dose natürlich dieses Grau-Weiß hat. Hier sieht man es natürlich wieder viel, viel besser. Ich finde die Dosen wieder mal sehr sexy. Haben alle ein einheitliches Design wie schon die letzten Dosen. Das finde ich auf jeden Fall gut, dass man aus seiner Linie treu bleibt. Dann habt ihr jetzt die legendäre Verpackung gesehen. Also bis jetzt haben mir eigentlich alle Gönnergys relativ gut geschmeckt. Natürlich einige waren ein bisschen besser, einige ein bisschen schlechter. Aber grundsätzlich haben mir alle eigentlich relativ gut geschmeckt. Ich glaube, nichts war wirklich unter. Ich habe keine Ahnung mehr. Also nichts war wirklich extrem schlecht. Ich bin mir unsicher, mit welchem wir anfangen sollen. Ich glaube, der hier ist besser, deswegen werde ich... Ja, doch, wir fangen mit dem an. Darf geschissen. Also, Cactus Kick, den stellen wir hier hin, den Arctic Ice. Dann werden wir ihn natürlich legendär öffnen. Dann werde ich wieder ans Mikrofon kommen, damit ihr das Geräusch hört. Der Geruch schmeckt schon mal sehr fruchtig und sehr nach etwas, was man öfters trinken will. So nach ein bisschen, es hat so ein bisschen einen Eistee-Touch vom Geschmack her. Dann werden wir hier natürlich, ich habe hier noch Gläser, 2 Stück natürlich, ein bisschen was reinfüllen. Rein designtechnisch, also bin ich doof oder ist das rot? Oder pink? Also es geht so in die rot-pink-violett-Richtung. Ich dachte eigentlich, das wäre so mehr rot. Ah, perfekt, wahrscheinlich rot, oder? Oder auch rot geht es in die Richtung. Habe ich das schon gesagt? Egal. Ich dachte, es geht eigentlich in die grüne Richtung. Es schmeckt eigentlich sehr fruchtig. Nein, ich möchte eigentlich hier draus trinken. Auf Stößchen, auf Smößchen. Also, wie soll ich das am besten beschreiben? Also, es schmeckt komplett neutral vom Ding her. Es schmeckt jetzt nicht stark nach irgendeinem Geschmack, sondern es schmeckt wirklich eigentlich mehr neutral. Schmeckt es nach dieser einen, ich glaube, man sagt Eissorte in Deutschland, nicht so wie in der Schweiz, deswegen Eissorte. Soll ja nach diesem Kaktuseis schmecken. Schmeckt es danach? Ich habe extra, wo ich im Urlaub war, dieses Eis nochmals probiert. Zwar in einer anderen Form, aber ich habe es nochmals probiert. Schmeckt das gleich? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es haut mich jetzt nicht vom Hocker wie eine Rechte von Tyson. Also, ich hätte mir da noch ein bisschen einen stärkeren Geschmack gewünscht. So ein bisschen mehr so Power. Das fehlt mir so ein bisschen. Er ist nicht schlecht, man kann den definitiv trinken. Auch eiskalt ist er natürlich. Ich glaube, ich würde ein Rating von vielleicht einer 6 geben. Oder vielleicht einer 5,5. Also er ist jetzt nicht so schlecht, nicht falsch verstehen. Aber ich finde, es fehlt dieses gewisse Etwas. Dieser Punch so, ja, ich bin da, du darfst nur mich trinken. Ding. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Aber er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, er ist perfekt. Also, ja, ich denke, ich würde ihm eine 6 geben. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann kommen wir auch schon zum zweiten und leider auch schon dem letzten Gönnergy, dem Arctic Ice.
Ich glaube, den werde ich wahrscheinlich nicht wirklich mögen, weil ich sage es jetzt schon, ich glaube, diese Eisbonbons mag ich, glaube ich, allgemein privat nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, wie ich ihn finden werde. Ich hoffe aber trotzdem gut. Auch hier natürlich wieder mal den legendären Öffnungssound. Also der Geruch, er erinnert mich, das schmeckt wie so ein bestimmtes Eis. Das schmeckt so nach Kaugummiglasse irgendwie. Also es gab ja früher so Eis, wo es unten einen Kaugummi drin gab, der eigentlich absolut beschissen war, das Kaugummi, aber irgendwie war er halt trotzdem geil, Kindheit und so. Und genau so ist der Geruch, es schmeckt halt, es schmeckt nach Kaugummi. Doch, es schmeckt nach Kaugummi. Ich bin doch ein Kaugummi-Kenner. Ich esse jeden Tag Kaugummi. Zwar nicht diese Art von Kaugummi, aber es schmeckt eins zu eins wie Kaugummi. Gut, dann werden wir hier natürlich, es ist ein sauberes Glas, auch noch ein bisschen reinfüllen. Sehr, sehr schöne Farbe. Das gefällt mir. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht von der Farbe tatsächlich. Eine schön blaue Farbe. Digga, wahrscheinlich alles künstlich, aber darauf geschissen. Man lebt nur einmal. Ja, es schmeckt wie Kaugummi-Eis irgendwie. Also wie dieses Eis, was es halt in Kaugummi gibt. So vom Geruch her. Dann, nein, wir trinken hier raus. Also, ich sag's mal so, es haut mich zwar auch nicht komplett um in der Rechte von Tyson, aber ich finde den Geschmack deutlich besser. Weil der hier hat ein Eigenleben. Also da merkt man halt, es ist ein Ding für sich selber. Also Arctic Ice spricht für sich selber. Der hier spricht nicht für sich selber. Das ist so ein, ich sage jetzt mal, so ein Einheitsbrei. Der hier hat aber ein Einstellungsmerkmal. Einstellungsmerkmal, nennt man das so? Ach, ich darf geschissen. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Der steht für sich selber und das schmeckt man auch. Ich kenne jetzt leider die Bonbons von früher nicht, nachdem das ja eigentlich schmecken soll. Deswegen kann ich das nicht ganz genau vergleichen, den Geschmack. Aber ich denke mal, ich habe schon mal gehört, das soll sehr ähnlich schmecken. Deswegen. Ja, ich werde mir nochmals ein Schlückchen gönnen und dann das Rating. Mir ist noch ein bisschen aufgefallen, es gibt so einen leichten, aber wirklich nur einen leichten Minztouch, habe ich das Gefühl. So dieses, ach Digga, wie nennt man das? Dieses Minze? Kalte Minze? Also ihr wisst, was ich meine, nicht diese normale Minze, diese Kaugummi-Mint. Minze-Geschmack. Nach dem schmeckt es so ein bisschen, aber im positiven Sinne eher. Normalerweise bin ich kein Fan von so Minze, so normale Minze auf Eis oder so geht, oder als Deko, aber so normale Minze in so Kaugummis oder Getränken bin ich eigentlich kein Freund davon. Hier schmeckt es mir. Weiß auch nicht, ob es wirklich Minze ist, aber es schmeckt mir schon sehr stark so ein bisschen in die Minzrichtung. Das Lustige ist aber bei dem hier, je mehr ich davon trinke, je schlechter wird irgendwie der Geschmack, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt nochmals das Glas leer getrunken, ich habe hier nochmals einen Zipper genommen. Aber irgendwie dunkelt es mich, es wird irgendwie ein bisschen schlechter. Ich glaube, ich gebe dem vielleicht, sagen wir, wenn wir dem hier eine 6 geben, dann geben wir dem hier vielleicht eine 6,1. Sagen wir eine 6,2. Es ist ein wenig besser. Aber haut mich jetzt wirklich nicht so heftig um, nur fand ich die alten Geschmäcker doch ein wenig besser. Es ist auch immer ein bisschen schwierig hier zu raten. Zwei Geschmäcker, ich werde es mir auf jeden Fall wieder kaufen, beziehungsweise ich habe noch jeweils zwei Dosen. Auf jeden Fall finde ich cool, natürlich hier wieder die Limited Edition 2, dass man hier auch das Ding drauf hat.
Das hatte ich auch schon bei den anderen Dosen, bei der Limited 1, bei den OG-Sorten hatte ich das leider nicht, das Glück. Pech gehabt. So, was kann ich abschließend noch sagen? Ich finde beide nicht komplett schlecht, sie sind okay. Ich würde sie aber trotzdem wahrscheinlich mit Abstand zu den anderen Sorten vielleicht für die schlechtesten halten. Der schmeckt auf jeden Fall in die Richtung, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich wiederhole mich jetzt nochmals für die, die mich darauf hinweisen wollen. Dieser hier schmeckt auf jeden Fall nach Eiskaugummi, Minz, kalte Minze, irgend so in die Richtung. Und der hier schmeckt so ein bisschen neutral, wahrscheinlich nach dem Eis von früher. Will ich jetzt zwar nicht eins zu eins so sagen, aber anscheinend soll es so sein. Und ja, wie gesagt, ich würde beide nochmals kaufen und ich werde vielleicht mir die auch nochmals kaufen. Und natürlich so eine Meinung von mir, die ändert sich meistens auch im Nachhinein nochmals, weil ich dann die vielleicht auch mal öfters trinke, mal jeden Tag, dann warte ich wieder mal eine Zeit. Deswegen, die Meinung ändert sich. Ich möchte auch gerne mal ein legendäres Gönnergy-Video mit allen Sorten machen. Das wäre doch mal was, wenn wir hier, das werden mittlerweile 8 Dosen, ich weiß gar nicht, doch die alten, die OG-Sorten, die gibt es noch in ein paar Läden. 8 Dosen, sagen wir hier, das werden 4 Liter, Digga. Danach habe ich definitiv einen Herzinfarkt, weil ich das alles selber trinken müsste. Aber falls ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das sicher mal machen. Ich habe auf jeden Fall da extrem Bock drauf. Und ja, mir schmecken die Sorten auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, es kommen bald wieder neue raus. Ich habe Bock auf einen weiteren Test. Oder falls ihr einen Vergleich mit den Limited 1 Sorten wollt, da habe ich auch noch ein paar. Schreibt mir in die Kommentare, dann werde ich da noch ein Video machen. Und ansonsten wäre es dann hier auch langsam dem Ende zu. So, und dann würde ich ja sagen, ich hoffe, das würde ich mich sehr über Kritik freuen. Und ciao, euer einfach Janosch. Ciao.